Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns weiterhin mit der funktionalen Programmierung beschäftigen und da noch einige wichtige Funktionen uns angucken, die vielleicht cool sind, irgendwelche Sachen, die können und die viele objektorientierte Sprachen leider immer noch nicht ganz können. Aber was heutzutage eigentlich so der Standard ist, ist zum Beispiel Python oder auch Java teilweise, haben immer mehr funktionale Elemente auch drin. Und eins von diesen wichtigen Elementen ist zum Beispiel auch inferierte Typen. Das gibt es in Java nicht, aber in Python zum Beispiel. Das heißt, der Typ einer Variablen wird automatisch rausgefunden. Und das bedeutet jetzt für mich, in meinem Fall, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, nur Variablen angebe, also sagen wir mal var, das ist bei JavaScript tatsächlich der Fall, dass man var vorne dran schreibt, um eine Variable zu definieren. Bei Python zum Beispiel muss man gar nichts vorne dran schreiben, aber ich möchte es trotzdem irgendwie deutlich machen. Ich definiere mir jetzt eine Variable. Meine var ist gleich. Und jetzt möchte ich sagen, okay, ich gebe jetzt hier einfach mal zum Beispiel meine Variable als String an. Und jetzt wird automatisch herausgefunden, okay, hierbei handelt es sich um einen String. Das heißt, dieser Typ von var wird automatisch auf String gesetzt. Und mittlerweile auch bei C-Sharp zum Beispiel kann man jetzt heutzutage hergehen und sagen, okay, ich möchte automatisch rausfinden, was das für ein Typ ist. Oder auch bei C++ geht es sogar mittlerweile, soweit ich das weiß. Und ich gebe hier vorne dran ein spezielles Wort an, sodass dann gesagt wird, okay, meine Variable bekommt einfach automatisch den richtigen Typ zugewiesen und ich muss das gar nicht mehr richtig angeben. Das heißt, ich kann jetzt hier zwar String angeben, aber ich kann auch genauso gut var angeben und den Compiler hier rausfinden lassen, was das ist für ein Typ im Endeffekt. Aber wenn der Typ einmal festgelegt wird oder ist, dann lässt sich es meistens nicht mehr ändern. Das heißt, wenn das Ding mal einmal ein String war, dann ist es immer ein String. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, meine var ist gleich 42, dann geht das nicht, weil das ist ja kein String. Bei manchen oder bei vielen funktionalen Sprachen, wobei, ja, macht das gar nichts aus, also bei manchen auf jeden Fall, macht das nichts aus. Das heißt, ich kann hier einfach auch das wieder hinschreiben und dann wird hier einfach eben vorne der Typ geändert. Ist ja eigentlich auch egal. Aber der große Nachteil, den ich dabei sehe, ist, dass man jetzt hier zum Beispiel aus Versehen eine Zahl reinschreibt oder hier aus Versehen einen String reinschreibt und man weiß nicht genau, was man in der Hand hat. Deswegen mag ich es persönlich lieber, wenn man explizite Typen angibt, aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn man hier auch automatisch so eine Typinferenz drin hat. Denn das funktioniert jetzt hier zum Beispiel nicht nur für solche primitiven Datentypen, sondern es funktioniert auch noch für richtige, komplexe Datentypen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt hierher schreibe, ist gleich new Hund oder sowas, dann wird hier automatisch auch festgelegt, okay, ab sofort ist meine Variable eben ein Hund oder ein was auch immer. Und wenn ich jetzt hier aber sowas hinschreibe wie Dalmatiner, dann wird das Ganze erstmal auf Dalmatiner gesetzt, aber wir kennen das Problem, es wird dann automatisch trotzdem gleichzeitig noch als Hund angesehen und als Säugetier und als Lebewesen und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird richtig krasse Typinferenz betrieben und ich wollte nur, dass ihr auch diesen Begriff kennt, denn nächstes Mal behandeln wir die Typinferenz von Funktionen und die ist etwas kniffliger als normale Typinferenz. Deswegen hier ein kurzes Video nur, dass ihr darauf aufmerksam werdet und ja, nächstes Mal geht's dann zu den richtig harten Sachen. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.